Ja, hallo liebe Freunde, hier steht jetzt wieder euer Sony Ericsson Fanreporter und ich stehe jetzt hier vom Free State Stadium in Bloemfontein mit Thomas Zichon, dem Fietentours-Experten und ehemaligem Fußballprofi beim 1. FC Köln, unter anderem beim VfL Osnabrück und heute Spieler in Südafrika bei Morocco Swallows. Genau so heißen sie. Bist du begeistert von der Stimmung hier bei der WM oder ist das für dich fast schon normal, jetzt wo du schon in Südafrika so lange spielst? Nein, es ist doch schon ein Stück Begeisterung, weil es ist doch schon was anderes als der normale Liga-Alltag. Und wenn man sieht, wie viele Leute hier sind, auch nicht gerade aus Afrika, sondern aus ganz Europa, dann zollt das schon meinen größten Respekt. Ja, gestern bei Ghana gegen USA waren ja die Sympathien der schwarzen Afrikaner hier klar verteilt. Was denkst du jetzt heute bei Deutschland gegen England? Für wen werden sie sein? Ja, da wir leider hier im englischen Hoheitsbezirk sind, denke ich, dass die Engländer uns ein wenig überlegen sein werden, was die Sympathien angeht. Aber grundsätzlich denke ich, dass gerade bei der schwarzen Bevölkerung, okay, klar, für Ghana, für ein afrikanisches Team, das Letzte, was im Turnier verblieben ist, dass sie dafür halten. Aber heute denke ich schon, dass der ein oder andere auch für die Deutschen ist, weil wir hier eine gute Saison letztes Jahr gespielt haben und einige Deutsche hier auch in der PSL sind. Und ja. Ja, schön. Als letzte Frage, du bist jetzt ein erfahrener Spieler. Kannst du mir vielleicht mal so ein bisschen sagen, was in so einem Spiel jetzt vorgeht vor so einem Spiel? Das ist ja jetzt ganz wichtig für die deutsche Nationalmannschaft. Was denkt man da so als Spieler? Ach, was denkt man? Es treffen ja zwei Generationen aufeinander. Zum einen die Engländer, die sehr viele alte Spieler dabei haben, für die es die letzte Chance ist, irgendwas zu erreichen. Und zum anderen die Deutschen, die sehr, sehr viele junge Spieler dabei haben, die gerade am Anfang ihrer internationalen Karriere sind und eigentlich auch noch eine Menge erreichen können. Deswegen wäre es nicht ganz so schlimm für Deutschland, wenn sie heute ausscheiden würden, was ich allerdings nicht hoffe und auch nicht glaube. Weil ich hoffe, dass Jugend sich durchsetzt und dass wir heute hier den Engländern notfalls auch im Elfmeterschießen in die Knie zwingen können. Ja, super. Dankeschön, Thomas. Und dann freuen wir uns jetzt auf das tolle Spiel. Bis gleich.